Die Mech-Rüstungen, die Tony Stark für die Avengers entwarf, waren beeindruckend. Sie haben uns alle vor Thanos und seinem Mech-Angriff bewahrt. Doch nun ist Thanos einen Schritt weiter gegangen. Von Mech zu Monster. Er hat eine neue Gestalt angenommen, mit neuen Kräften und einer neuen Form des Bösen. Und zu verdanken haben wir das Dr. Doom. Ich muss ihn aufhalten. Starks Entwurf der Mech-Rüstungen war ein guter Anfang, aber es liegt an mir, Dr. Strange, es zu Ende zu bringen. Was auch möglich ist, wenn ich die Macht dieses mystischen Monsterauges für unsere Zwecke nutze. Der Haken ist nur, dass Dr. Doom das andere Auge hat. Und mit ihm hat Doom unsere Feinde schon in etwas viel Schlimmeres verwandelt. Leibhaftige Monster. Wäre ich nicht der oberste Zauberer, würde ich meinen Augen jetzt kaum trauen. Monster Thanos! Hat Doom diesem Monster Eigenschaften von Gorilla und Nashorn verpasst? Angsteinflößende, gehörnte Panzerplatten. Eine verbreiterte Front wie eine Festung aus Muskeln. Und Arme, die die Stärke eines Primaten innehaben. Dieser monströse Thanos wird härter zuschlagen können als jeder andere Schurke. Doom hat sogar die Infinity-Steine als Waffen eingebaut. Die unteren Gliedmaßen sind von einer steinharten Hülle umgeben. Dadurch sind sie weniger angreifbar. Doch es muss eine Schwachstelle geben. Seine Füße enden nun in scharfen Krallen und passen gut zu seinen Hauern. Monster Thanos und der Rest von Dr. Dooms Monster Crew wird schwer zu stoppen sein. Bleibt zu hoffen, dass die Monster Hunter-Rüstung, die ich für die Avengers erschaffe, ihnen die Macht geben, diese Monster zu besiegen.